Herzlich willkommen zur 33. Klappe hier im Theater an der Kervida. Sie wissen es am besten, Werbung spiegelt den Zeitgeist wider. Und heutzutage, wenn wir bei der Klappe natürlich ausschließlich von bewegten Bildern sprechen, dann müssen wir feststellen, dass die Kommunikation sehr vielseitig geworden ist. Die Qualität grundsätzlich hat sich verbessert in den ganzen Sachen, die Produktionsdingern. Wir sind immer noch nicht da, dass wir international große Klasse haben. Wir können überall noch nicht mitpinkeln und so, aber immerhin, das werden wir schaffen. So, dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los mit der eigentlichen Preisverleihung und wir beginnen natürlich mit Bronze. Also Bronze ist eine dufte Sache. Es ist so ein bisschen das Gold der Querdenker, der anderen, der Menschen, die sich nicht so dem Massengeschmack anpassen wollen. Und da kann man sehr, sehr stolz drauf sein. Also wenn Guido sagt, die Bronzeklappen sind was ganz Besonderes und sind eine wahnsinnige Auszeichnung, dem stimme ich zu. Nur muss man natürlich sagen, dass Silber dann einfach, ich meine, da kann man auch nichts gegen sagen, Silber ist einfach noch ein Tick besser als Bronze. Auf der Wiese. Häufig spielen sie im Wald. Die Frage ist für mich weniger, was macht eigentlich Gold aus? Also welche Arbeit ist Gold und welche Silber? Als vielmehr die Frage der Menschen dahinter. Einmal Gold kann zwar auch nicht jeder, aber die richtig Guten, die wiederholen das und die haben das in sich drin. Und die sind auch nicht satt, wenn sie Gold bekommen haben, sondern stellen in der Regel den goldenen Preis auch wieder weg, um an dem nächsten zu arbeiten. Großes Glück, unendliche Genugtuung. Stolz, Freude. Man macht das ja, um auch Anerkennung zu erfahren. Ach, man entwickelt so eine Passion für jedes Detail irgendwie, ne? Und dann kommt es immer auf die Idee drauf an. Wenn man eine gute Idee hat, dann will man die schön umsetzen. Ein Kunde, der da mitspielt, das Vertrauen der Agentur gibt, das umzusetzen, einen fördert, ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil. Und diese enge Mitarbeit zwischen Produktion und Kreation, das kommt immer gut am Ende, wenn wir zusammenarbeiten. Ich finde das Thema Nachwuchs, wenn ich das hier sagen darf, wenn einfach jemand mal so völlig unvoreingenommen und frisch und ohne irgendwas auf eine Marke guckt und einen mal anschaut von außen, das ist so wunderbar. Immer wieder nach vorne gehen, Sachen ausprobieren, nicht abweichen von seinen Zielen und Ideen, ist ganz wichtig. Ein guter Umsetzer. Neugier. Verrückte Ideen.